Hallo zusammen, ich habe hier einmal das Flexibal, Stellschlager der Firma Dural. Dazu mal einmal das, wie man zusammensteckt. Es gibt die Möglichkeiten, das in mehreren Höhen zu variieren. Einmal mit dem kleinen Knopf gesichert. Das hier ist einmal ganz tief. Die nächste Höhe und eine weitere Höhe, wo man dann oben das Ganze einrastet. Tellerfuß ist abnehmbar. Und darauf auch nochmal vernünftig gesichert eine Dämmplatte. So, in dem Fall, wenn man es hier drauf macht. Und das Besondere an diesem Stelzlager ist halt dieses. Und so, dass der Kopf sich immer noch frei bewegt. Was wir gleich nochmal zeigen werden, wie sich das in der Fläche verlegen lässt. Da gehen wir jetzt einmal rüber. Hier sieht man, wie jemand mit Wasserwagen das dann die ganze Fläche abgrenzt und da drunten die Stelzlager drunter liegen und jetzt da auf der rechten Seite gleich die neue Platte dazu kommen wird. So, jetzt sehen wir gleich, wie die nächste Platte draufgehoben wird. So. So, diesmal wird sie draufgelegt und im Nachgang wird im unteren Bereich das nächste Stelzlager wieder drunter geschoben, um alles auszugleichen. So, jetzt kommen wir einmal mit über die Fläche. Wenn man so vom Gehen das Ganze betrachtet, ist alles sehr schön weich hier. Wollen wir mal einmal hier im Vorderbereich der Kamera hingehen und einmal direkt auf das Stelzlager zeigen. Und jetzt kann man halt sehen, wie das Flexibal auch arbeitet. Das ist auch der Grund, warum man eine Schallreduzierung hat. Und die Platten auch immer schön liegen bleiben. Und auch aufs Eck getreten kommt natürlich keine Platte hoch. Vielen Dank für den Baublock der Firma Dural.